komplexer, weil er hat mehr Verschraubpunkte. Aber im Grunde dasselbe. Also der hat hier diese Schrauben, sind noch die zusätzlichen Schrauben, die hinten unten die Kurbelwellengasse mehr verstreben. Hier oben sind irgendwie ein, zwei Schrauben mehr. Deswegen machen wir das jetzt hier mit dem Bremsenreiniger erstmal so gut es geht sauber für das Silikon. Hier verwende ich auch nicht, wie ihr immer seht, nicht solche Papierlappen, weil die fusseln. Das sind hier solche Baumwolllappen, die fusseln nicht. So. Wir brauchen drei Lichtringe. So, wir wurden abgelenkt. Da kam gerade ein Dieter rein, der hat seinen Block nicht auseinander bekommen. 300.000 gelaufen, EH20. Hat aber vergessen, die Blockschrauben zu lösen. Hat gesagt, er hat 3 Tage lang Vorrichtung gebaut, um das zu lösen, um gleichmäßig auseinanderzuziehen. Aber dabei hat er wie viel? 6 Schrauben vergessen, ne? Mehr, oder? Nee, sechs dicke Zentralschrauben vergessen. Aber irgendwie 3 Tage lang am Dock dann das Ding nochmal auseinander. Ich weiß nicht. Gut, egal. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Lagerschalen einsetzen. Ja. Gut. Machen wir das doch. So. Der gleiche Kollege hier, Nase auf Nut. Du Schweinebacke, du. Das ist das Endlager. Das führt die Kurbelwelle axial, deswegen hier diese Backen. Hier ist die Nut auch. Schön. Bist zufrieden, Direktor? Ist das normal, dass die so, also ich finde, die sehen so gebraucht aus, weißt du? Ja, so eine Behärtung haben die. Weil es extra so Racing-Pleuel-Lager sind, oder? Ja, ist das normal bei Dieters-Pleuel-Lager sind das. Kommt selbstverständlich auch unser Montagegel drauf. Ich sollte eigentlich schon ein Sponsoring hier von dem Montagegel-Dieter bekommen, oder? Gut, Kurbelwelle rein, weil das wird natürlich relativ schnell fest. Aus der Innenrum kommt jetzt direkt die Welle rein. So, jetzt darauf achten, dass man das nicht verkantet. Das muss ganz geschmeidig hier so reingehen. Und liegt schon drin, ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt kommt wieder das gute Gel dazu. Das sorgt dafür, dass das Pleuel ein bisschen in seiner Position stehen bleibt und nicht so direkt abhaut, verstehst du? Die muss man so ein bisschen einmassagieren. Die kurzen kommen nach vorne. Kurva. Diese Nuss wurde gesprengt. Geht erstmal bis jetzt. Hoffentlich hält es für einen Block. Scheiße, jetzt weiß ich, warum ich die nicht mehr geschweißt hatte.
Weil Snap-on-Dieter kommt doch. Ich krieg auf Garantie neue. Ich muss dem das Video zeigen, dass die auch vorher schon kaputt war. Du kriegst bei Snap-on immer, wenn was kaputt ist, neu, weißt du? Oh, hi. Sieht man's, wie sich's reinzieht? Peter? Man hat's kurz gesehen, ja. So, jetzt muss ich hier, weil hier ist noch mehr Spalt wieder. So, jetzt ist er ja nur ganz locker beigezogen mit der Hand, weißt du? Das allererste, was du jetzt aber trotzdem machst, ist guckst, ob sich die Kurbelwelle drehen lässt. Also nur ganz leicht, ob man die hin und her bewegen kann oder ob sie schon auf Block ist. Oh, Batsch! Guck. Sieht man. Also ich drehe die so leicht nur hin und her und merke, alles klar. Die ist meine Lieblingsratsche fast. Kannst du sie auf fest. Wie, so, wie du früher ein Auto gestartet hast oder so, ne? Ja, das Autostartgerät. Quasi Anlasser, was ich in der Hand habe. Jetzt haben wir die erstmal alle angesetzt, so dass die Dichtmasse auf jeden Fall in Position ist und nicht fest wird, oder weiß der Geier. Und jetzt können wir hier diese ganzen Embusse machen. Traum. Dieser Hunigan-Dieter-Motor, ne? STI-Motor, oder? Ja, ja, der hat, das ist so eine Arbeits 2,2 Liter. Auf am Chris. Und ohne Kopfdichtung. Ja, mit diesen Scheiße, wie ich in dem 800 PS-Bild gemacht habe. Ja. Wie hießen die Ringe nochmal? Wills Ringe. Habe ich im Stream gezeigt, ne? Ah, ja. Die Leute fragen immer, warum wir Stream nicht mehr online stellen, ne? Können wir gerade nochmal sagen, wir stellen Stream nicht online, weil das unsere Kanal, mega runterzieht, weil ein Stream wird von der View-Dauer, also die View-Dauer, sprich wie viele Minuten prozentual das Video gesamt geguckt wird, ist das natürlich, wenn wir 3 Stunden streamen, keiner guckt 3 Stunden am Stück den Stream an, sondern nur 10-15 Minuten, dann ist das geringe View-Dauer, dann wird dein Channel schlechter geratet, wenn deine Videos wenig View-Dauer haben. Das heißt für euch alle, die meine Videos gucken, am Anfang anfangen, auf Klo gehen und wenn fertig ist, wiederkommen und wegklicken dann erst. Pass auf, jetzt fangen wir an, das Drehmoment auf die Schrauben korrekt zu geben. Dafür gibt es vom Direktor Chris Smith von Crest CNC direkt eine Anleitung, wie in welcher Reihenfolge vorzugehen ist. Wir fangen an mit 1 und 2, das ist eigentlich Standard, so wie beim Subaru-Block, nur dass die halt ein bisschen andere Sequenzen haben hier mit den Imbusschrauben, das ist klar. Die Schrauben kriegen 60 Footlips, das sind 60 Newtonmeter. Das sind... Also, schießen wir los mit der untersten hier. Ich hoffe, dass meine spezielle Nuss das aushalten wird. Das kritisch war. Ja, richtig gemerkt, wie die nachgelassen hat. Fuck. Arme Firma. Was machen wir jetzt? Feierabend. Feierabend, wie das dufte. Boah, leck mich am Arsch, ey. Ich glaube... Aber ein paar, wie viele Schrauben hat es ausgehalten? Wird sie halten oder wird sie sterben? Viel kann eigentlich passieren. Wenn sie knackt, knackt sie. Wenn sie hält, dann hält sie. Ich glaube, sie hatte aber, weißt du, weil die kürzer ist, ist die stabiler. Als auch wenn es halt auf eine Reduzierung geht. Oh. Gute Nuss. Die nächsten sind jetzt die hier oben.
Die Kollegen kriegen 40 Footlaps. Das ist auch richtig Holz für so eine kleine Schraube. Sollen wir zuerst Kolben reinmachen oder willst du erst hinten Simmerring reinmachen? Machen Kolben rein. So. Ja, jetzt stellen wir das Pleuel in Position, dass wir hier, guck mal, stellen wir das hier so in Position. Unsere Kolben mit Pfeil nach vorne montieren. Und Alex hatte damals, was heißt damals, keine Ahnung, vor einer Woche, zwei, hatte die Kolbenringe im Stoßspieler eingestellt. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir das montieren hier, wenn wir hier frei haben. Ich habe mir schön gedacht, dann kann der schon mal Kolbenring Stoßspiel einstellen. Machen wir hier ein bisschen Olivenöl drauf, aufs Hemd. Mache ich überwiegend nur aufs Hemd und normales Olivenöl, nicht extra Vergini, auf die Kolbenringe. So, ein bisschen. Siehst du das hier oben, dass das hier hell ist am Kolbenring? Das ist eine gehärtete Kolbenringsteg. Der bricht dann nicht so schnell. Schön. Wunderschön. Großes 99,75er Liter. Voll einer mit. Jetzt machen wir erstmal hier auf die Seite den Clip-Liter rein. So, immer neue Clip-Liter verwenden. Hier übrigens hier Spezialwerkzeug. Kriegt ihr bei mir im Online-Shop. Denn die CNC zahlt euch nicht von alleine. Ah, ne. Halt dich nicht von alleine oder euch? Aber ich hab auch gar keinen, habt ihr auch gar nicht im Online-Shop. Man nehme eine Nagelschere und macht vorne zwei kleine Dinger rein. Ne? So, jetzt immer nach unten montieren, damit die Fliehkraft das Ding irgendwie nicht auffedern kann. Raffst du das? Guck mal, ich erkläre dir. Der ist jetzt nach unten nach offen montiert, ne? Ja. Vor allem bei den Subaru-Clips jetzt nicht so cool, weil die diese Schenkel haben. Aber wenn du den ja so montierst, das Pleuel fährt so hoch und runter, dann passiert ja nichts. Machst du es aber so, könnte das Ding anfangen zu federn, weißt du, wie ich meine, bei hoher Drehzahl, durch die Fliehkraft. Ja. Und dann könnte es sich rausspringen oder so. Deswegen immer, egal wo, immer so. Dobsche? Jetzt noch ein bisschen Olive extra Vergini hier drauf. Ein bisschen verreiben. Hier ist super. Jetzt in etwa eine Flucht, oder? Ja. Sieht gut aus. Da ist er reingerutscht. Oh. Ich merke das schon, weil ist der Kollege da drin. Sieht gut aus. Und das ist jetzt der erste Moment, wo der Kolben einmal durch den Zylinder fährt. Obwohl, er ist ja schon mal durchgefahren. Schön, ne? Okay, Block ist zusammen, sieht auch sehr hübsch jetzt aus. Simmerring rein, das können wir jetzt direkt machen. Hier überall die Stopfen rein. Hauen wir mal gerade den Simmerring da hinten rein. Ganz bisschen. Das Tool ist dafür da, um das zu zentrieren, wenn es halten würde. So. Und jetzt brauchen wir so. Aber jetzt brauche ich Mottec. Dankeschön. So. Mit dem Werkzeug sitzt halt der Simmerring immer so ziemlich perfekt. Und man kann nicht viel verkehrt machen. Sehr schön. Jetzt machen wir noch hier vorne ein paar Stöpfchen rein. Sehen die aus. Ich mache da immer noch so Alu-Dichtscheiben zwischen. Eine Aluscheibe fehlt, wo ist die? Und noch ein Tropfen Dichtmasse.
Die kriegen 40 Newtonmeter.